Ja, warum sollten Unternehmen Social Media Tools verwenden? Die Vorteile der Social Media Tools in Unternehmen, also Enterprise 2.0, ist durch ganz viele Studien und Befragungen schon längst erhoben. E-Mails werden reduziert, die Rüstzeiten für Projekte können schneller vonstatten gehen, die Projektmitarbeiter fühlen sich besser informiert, die Kunden-Communities können schneller aufgebaut werden. Da gibt es eine Vielzahl an Beispielen, die einfach auch schon hinterlegt und befragt worden sind. Welche Vorteile haben denn die Mitarbeiter bei der Nutzung von Social Media Tools? Sie erhöhen einerseits ihre eigene Kompetenz dadurch, dass sie auf andere Erfahrungen zurückgreifen können, dass sie auf das Wissen anderer Experten zurückgreifen können und es weiterentwickeln können. Einerseits und andererseits haben sie natürlich auch die Möglichkeit, ihre eigene Arbeit schneller und strukturierter und damit besser zu erledigen. Steigen wir ein ins Thema Enterprise 2.0. Der Fokus liegt auf Kollaboration und Wissensarbeit. Warum? Es ist eine spürbare Veränderung bei Wissensarbeitern, bei Information Worker zu sehen. Sie haben die ganzen neuen Möglichkeiten, Produkte, Tools und Philosophien in ihrer Arbeit einzusetzen, um einfach schneller und besser miteinander zu arbeiten. Welche Funktionalitäten bedient denn ein Social Workplace? Wir teilen es ganz gerne in 4 Quadranten auf. Das Thema Informationsmanagement beschäftigt sich natürlich mit dem Suchen und Beobachten zu dem Themengebiet oder zu den Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, mit dem ich unterwegs bin. Was tun die? Ich monitore, ich recherchiere. Das ist das Themengebiet Informationsmanagement. Unter Kommunikationsmanagement verstehen wir das Teilen und das Mitmachen zu bestimmten Themengebieten, zur Lösung von Aufgaben, das gemeinsame Arbeiten in Projekten. Und das Thema Identitätsmanagement oder Netzwerkmanagement bedeutet einfach, dass ich meine eigene Reputation aufbaue. Ein Teil meines Social Workplace ist eben auch, dass die anderen wissen, für was für Themen ich stehe, welche Erfahrungen ich habe, wo ich herkomme. Und ganz spannend ist es natürlich, dass ich mit den richtigen Leuten zusammenarbeite. Die, die mir was geben, diejenigen, die mein Aufgabengebiet unterstützen. Es gibt 3 Ebenen, mit denen sich ein Mitarbeiter im Social Media Bereich beschäftigt. Erste Ebene, die persönliche Ebene, um selbst mein Wissensmanagement und mein Informationsmanagement zu betreiben. Die zweite Ebene ist die meines Unternehmens. Wie arbeite ich innerhalb meines Unternehmens mit meinen Kollegen zusammen? Hier stehen wieder andere Tools zur Verfügung und andere Philosophien, um das Thema Kollaboration ernsthaftig zu betreiben. Ja, die dritte Ebene ist die darüber hinausgeht, nämlich die, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, wenn ich mit Lieferanten zusammenarbeite, wenn ich auf externe Experten zurückgreife, wenn ich weltweit einfach gucken möchte, was geschieht zu diesem Thema, was machen andere Länder, was machen andere Unternehmen. Also welche Aufgaben sind denn in Ihrem Unternehmen, diesen Wandel zu vollziehen? Es ist einerseits die Bereitstellung der Technologie. Als erstes muss man in die Unternehmen reingucken und prüfen, was gibt es, was läuft gut, was läuft schlecht, was können wir gleich in die neue Strategie mit einbauen. Das zweite ist, die Mitarbeiter zu beteiligen, sie ins Boot zu holen, Interviews zu geben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir machen das sehr gerne, am Anfang mit den Menschen Befragungen zu machen. Und dann kommen ganz viele Ergebnisse raus, wie ich finde die Informationen nicht, die ich brauche. Und dann sind das oft Aussagen. 70-80% der Personen sehen Verbesserungsbedarf in Informationsfindung, in Expertenfindung, in Projektarbeit. Wir spüren ganz häufig in den Projekten, wie viel Unsicherheit da ist. Wie gehe ich mit Social Media im Arbeitsleben um? Was darf ich? Was soll ich? Was wird von mir erwartet? Ja, wer sollte sich um diesen Kompetenzaufbau denn kümmern? Die Verantwortung liegt ganz klar bei den Unternehmen, die diese neue Nutzung der neuen Arbeitstools möglich machen wollen. Die Verantwortung liegt dort, ein richtiges Change-Projekt aufzuziehen und die Mitarbeiter zu qualifizieren und ihnen alles in die Hände zu geben, damit der Wechsel gut auch für die Mitarbeiter vonstatten gehen kann. Sind Sie der Meinung, dass alle Mitarbeiter diese Kompetenz benötigen? Nicht alle Mitarbeiter, aber der Großteil. Alle, die Wissensarbeiter sind, die sich mit anderen Menschen beschäftigen, die neue Produkte auf den Markt bringen, die gemeinsam in Projekten arbeiten. Alle diejenigen, die Wissen für ihr Leben, für ihr Arbeitsleben benötigen.